Habt ihr euch schon mal gefragt, wenn Pestizide so ungefährlich wären für den Menschen, wieso diese dann mit Schutzanzügen und Sauerstoffmasken aufgetragen werden? Also damit in Kontakt sollte man anscheinend nicht kommen beim Auftragen. Später auf dem Teller ist es aber völlig unproblematisch. Wie ist eure Meinung eigentlich dazu? Daher möchte ich dir heute aus der wissenschaftlichsten Sicht ganz einfach zeigen, wie du Pestizide in 3 Schritten zu fast 100% los wirst. Das kann sehr entscheidend sein für dein Leben, wenn man diesmal auf 50 Jahre oder plus betrachtet, wie alt du noch werden kannst. Ja? Also glaub mir, es lohnt sich hier aufzupassen, also dranbleiben. Ich kann verstehen, ja, durch die Inflation, dass Bio-Lebensmittel nicht für jeden machbar sind. Das wäre meine persönliche Wahl, eben so gut es geht, ja, für den Einzelnen. Denn diese sind nachweislich deutlich weniger belastet. Wer denkt, ja, wenn man mit deutschem Obst da besser dran ist, ja, als bei spanischem Obst, der liegt da nicht immer richtig, ja, denn regelrecht Pestizid-Cocktails schlummern auf zum Beispiel deutschen Erdbeeren mit 4 verschiedenen Pestiziden. Doch was machen denn diese Pestizide so unangenehm? Interessant, im Tagesspiegel schreibt man genau das Richtige. Diese Cocktails verstärken ihre Giftigkeit im Gegensatz zu einzelnen Pestiziden. Es gibt keine Studien, die diesen Cocktail ausgiebig auf die Wirkung im Menschen erforscht haben. Die Toxizität ist also noch völlig ungewiss, wenn verschiedene Pestizide plötzlich im Verbund im Körper wirken. Zitat: Einige der nachgewiesenen Stoffe sind aber auch für den Menschen schädlich, weil sie das Hormonsystem beeinflussen können. Die gefundenen Fungizide Bupirimat und Pentconazol gelten als solche Hormongifte. Das in 4 Proben nachgewiesene Trifloxystrobin wird als fortpflanzungsschädlich eingestuft. Daher sollte man die Dosis, die man zu sich nimmt, so gering wie möglich halten, und da ist das Video für euch auch wirklich wichtig. Lasst mir sehr gerne mal einen Daumen nach oben da, denn das freut mich wirklich, wenn ich das Video draufklicke und sehe, meine Mühe wird auf jeden Fall auch geschätzt für euch, und ihr könnt mich natürlich auch sehr gerne unterstützen in der Videobeschreibung, damit ich diese Videos auch weiterhin für euch machen kann. Offensichtlich ist die Aufgabe von Pestiziden, jedes Lebewesen fernzuhalten von dieser Pflanze, auf dem das Pestizid ja ruht. Daher ist es auch offensichtlich, dass diese Pestizide die Lebewesen in uns, genau genommen in unserem Darm, ebenfalls einschränken, ja, vor allem im Wachstum. Nur ist jede erdenkliche Krankheit nun mal mit einem schlechten und kranken Darmmikrobiom assoziiert. Das Ganze ist zu sehen im Menschen, ja, in Menschenstudien, ja, dass diese Pestizide Veränderungen herbeiführen, sehen wir hier. Auch sehr interessant eine Studie zu dem bekanntesten Pflanzenschutzmittel, dessen Namen ich jetzt hier zensieren möchte aus YouTube-technischen Gründen, ja, fängt mit G an. Dies zeigt eine 6-mal höhere Mutation im Genom. Also heißt es in der Publikation von 2024, die dann vollständig erst veröffentlicht wird, also wirklich brandaktuell ist das jetzt hier, die Unterdrückung der Bildung bakterieller Biofilme, die toxischen Auswirkungen auf Mikroorganismen und die Förderung der Mutation im Erbgut durch könnte negative Folgen für natürliches Mikrobiome haben. Wo befinden die sich? In uns. Aber auch in der Schwangerschaft, ja, aus einer Publikation aus diesem Jahr, ja, wird berichtet, dass es zu Plazentaformation kommen kann durch Pestizide. Also es ist wirklich ganz brandaktuelle Publikation, die ihr hier seht, die ich für euch vorbereitet habe. Wenn ihr euch übrigens nicht sicher seid, ob eure Nahrungsergänzungsmittel nicht auch übermäßig belastet sind, denn diese stellen ja oft ein Konzentrat dar, so können auch Schadstoffe weiter konzentriert werden, dann würde ich euch etwas mal zeigen, und zwar verlinke ich euch etwas in der Videobeschreibung. Dort habt ihr nämlich unabhängig laborgeprüfte mit Analysezertifikate Nahrungsergänzungsmittel. Da könnt ihr sehr gerne mal reinschauen, es lohnt sich wirklich da, das mal sich einzuverleiben. Doch wie bekommen wir jetzt einen Großteil dieser Pestizide von unseren Nahrungsmitteln entfernt? Ja, dazu gibt es eine wichtige Punkte, ja, die beachtet werden müssen, die ich für euch hier Schritt für Schritt durchgehe. Jetzt wird wirklich sehr lehrreich und vor allen Dingen auch sehr, sehr spannend. Dazu schauen wir uns mal einige Studien an. Die erste lautet: Wirksamkeit von handelsüblichen und selbst hergestellten Waschmitteln bei Entfernung von Pestizidrückständen auf und jetzt kommt's in Äpfeln, auch in Äpfeln, ja. Dazu schauen wir uns diese Abbildung an. Euer Äuglein bitte auf die Abbildung C, das ist die 2. Also, ja, die ihr seht. Wir sehen hier verschiedene Balken. Je höher der Balken, desto mehr Pestizide. In A sehen wir den Apfel, ohne dass er gewaschen wurde. Daher auch der höchste Wert an Restpestiziden. In B, dann wenn man 2 Minuten den Apfel gewaschen hat mit Wasser. Man sieht, das bringt schon etwas.
Nur die wenigsten waschen ja tatsächlich 2 Minuten. In C sehen wir Bleichmittel. Dieses wurde für 2 Minuten verwendet und wirkte sogar schlechter als Wasser. Jetzt in D sehen wir Natriumhydrogencarbonat, besser bekannt als Natron, das kennt jeder. Sehr günstiges Mittel, kriegt man überall, ja. Wurden auch die Äpfel 2 Minuten damit gewaschen, ja, es wirkte bisher am besten. Nebeninfo, Natron macht das Wasser extrem basisch. Es sei denn, man nimmt wieder Chlorbleiche und dann macht man es für 8 Minuten. Das sehen wir zum Beispiel in E, das wirkt dann noch besser als das Natron auf 2 Minuten. Doch da gibt es etwas noch Besseres. Und zwar, indem man Natron für 8 Minuten nimmt und das wirkt dann am allerbesten bisher. Jetzt wollen wir wissen, was ist denn G? Denn dort sehen wir fast 100% Pestizidentfernung, ja? Und das ist Natron in 12 Minuten, die Wirkung, ja? Das bedeutet, willst du nahezu 100% der Pestizide entfernen, nutze Natron aber genau für mindestens 12 Minuten. Doch man kann es noch besser machen. Dazu möchte ich euch noch diese Studie zeigen mit dem Titel Vergleich verschiedener häuslicher, gewerblicher Waschstrategien, was auch immer gewerbliche Waschstrategien sind, zur Entfernung von 10 typischen Pestizidrückständen in Zwergorangen, Spinat und Gurken. Auch hier wurden wieder basisches Wasser benutzt, ja. Bei allen 10 Pestiziden war das Reiben der Frucht oder des Gemüses, das beste Mittel, was man tun konnte, um zusätzlich Pestizide von dem Lebensmittel zu entfernen. Apropos basisches Wasser. Wie basisch soll das Wasser denn sein? Das fragen sich jetzt sicherlich viele, weil ich kann Gedanken lesen. Auch dazu habe ich eine Studie gefunden. Hier wurde genau untersucht nach pH-Wert und Zeit von pH-Wert 10 bis pH-Wert 13, ganz unten. Je basischer etwas ist, ja, kurz zur Info, desto höher ist der pH-Wert. Je tiefer der pH-Wert, desto saurer ist etwas. Destilliertes Wasser hat einen pH-Wert von 7 und das ist dann dementsprechend neutral. Man sieht hier eindrücklich, dass je höher der pH-Wert und damit je basischer das Wasser, desto mehr Pestizide wurden abgelöst und das dann in Verbindung mit der Zeit. Man sieht, dass zwischen 5 Minuten und 45 Minuten fast 80% mehr Pestizide entfernt werden. Das bildet auch einen Konsens mit einer anderen Studie. Hier sieht man, genau, je mehr alkalisches Wasser, desto mehr Pestizide wurden ebenfalls abgebaut, bis nahezu hier wieder 100%. Dann gibt es noch eine interessante Studie, die ich für euch herausgesucht habe zum Thema Blanchieren, also leicht kochen, ja, und dann einfrieren. Was mit den Pestiziden passiert und die ist auch tatsächlich aus diesem Jahr, also wieder brandaktuelle Daten hier für euch. Dabei wurde der Spinat 2, 6 oder 10 Minuten blanchiert und danach immer gleich 10 Minuten Monate eingefroren. Wie man sieht, ist F der Spinat ohne alles, ja, das heißt Pestizid belastet, wie er aus dem Supermarkt kommt. Und W steht für Waschen, ja. Und B, ja, 2, 6 und 10 dafür, wie lange er blanchiert wurde. Man sieht, dass Waschen circa genauso gut ist wie Blanchieren. Also beim Kochen passiert nicht wirklich viel mit den Pestiziden, genau genommen. Wenig, ja, passiert mit Pestiziden, ja. Wenn man die Lebensmittel quasi einfriert, ja, das ist einfach nicht wirklich wirkungsvoll auf diese Pestizide, die hier getestet worden sind. In dieser Studie zeigt sich sogar, dass das Kochen der Pestizidgehalt ja dadurch sogar gestiegen ist hier in Hellgrau. Wie auch immer das möglich ist, aber anscheinend schon. Was auch interessant war, dass Ozonwasser auch nicht wirklich besser war als normales Wasser. Aber was auch wirksamer war, war Ultraschallreinigung, hier in Rot. Das ist aber auch wirklich sehr umständlich, würde ich mal sagen. Andere Studien zeigen aber hingegen etwas anderes. Das kommt so zustande, da immer andere Pestizide benutzt werden und diese auch anders stabil oder instabil dementsprechend sind, bei bestimmten Gegebenheiten. Hier sieht man zum Beispiel in dieser Studie, dass Schälen besser ist als Waschen, aber immer noch erhebliche Mengen in dem Lebensmittel sind. Das, was viele denken, ist eben nicht so, wenn man das Lebensmittel schält, dass alle Pestizide weg sind oder wenn man das Lebensmittel ohne Schale dementsprechend isst, wie zum Beispiel die Wassermelone, ja. Natürlich befinden sich Pestizide auch in der Wassermelone im Fleisch, ja. Auch beim Entsaften verbleiben noch Pestizide, aber deutlich weniger als durch das Waschen alleine, was gut zu wissen ist, ja. Auch das Einfrieren führt anscheinend hier bei den Pestiziden zu weniger Pestiziden. Das heißt, einige zerfallen wohl und werden instabil durch lange Kälte. Das gleiche war hier auch mit Pestiziden beim Kochen der Fall. Auch hier wurden viele, also erhebliche Mengen, ja, reduziert dadurch und im Ultraschall waschen natürlich immer in jeder Studie bisher wirklich sehr, sehr gut wirksam, ja. Kommen wir mal zum Fazit. Der Konsens ist klar. Basisches Wasser, und zwar je basischer, also
je höher der pH-Wert, desto besser, ja, gehen die Pestizide von dem Lebensmittel ab. Das kann man ganz einfach auch machen mit so Teststreifen, die kann man sich in der Apotheke holen, damit man mal schauen kann, wie viel Teelöffel jetzt auf wie viel Milliliter dann pH-Wert von 12, 13 oder wie auch immer hat. Kann man sehr einfach nachempfinden, ist sehr, sehr leicht zu machen, muss aber auch nicht unbedingt sein. Man kann einfach ein bisschen gröber arbeiten. Wir haben ja gelernt, je basischer, desto besser, ja. So, und dann ist auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, ja, je länger einwirken, desto besser. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Man muss lange einwirken, ja. Um dies noch zu verbessern, ja, kann man Lebensmittel dementsprechend auch noch reiben, ja, beim Waschen. Entsaften reduziert ebenfalls Pestizide, ja. Und Einfrieren reduziert ebenfalls einige Pestizide. Kochen reduziert ebenfalls einige Pestizide. Ultraschall wirkt übrigens immer. Daher der Tipp, Natron in Wasser, das Lebensmittel zwischen 12 und 15 Minuten hineinlegen und am besten in warmes Wasser und etwas reiben, so entfernst du ohne viel Aufwand nahezu 100%. Ja. Danke fürs Dranbleiben und unterstützen mich gerne in der Videobeschreibung. Dort bekommst du die besten laborgeprüften Fitmacher, ganz sicher. Jeder wird fündig, auf jeden Fall, wenn er da mal reinschaut. Und bis gleich auf purazell.de und Dankeschön für deinen Support. Wir sehen uns im nächsten Video.